Ich mache gerne Urlaub, verreise ziemlich oft, fahr jährlich mehrfach gern nach Pirmasens. Die Altstadt ist voll Dreck, nicht ist, wie man's erhofft, nicht schlecht für Pirmasens. Der Vorteil ist, ich kenn's, manch einer verpasst, was sich Geld ist, besseres gewohnt. Kennt jeden einzelnen Landstrich auf der Welt. Doch ich lebe nach dem Motto, ich weiß, dass sich das lohnt, wenn man direkt in Frankfurt wohnt. Nur wer Offenbach kennt, find's überall schön. Großstadt in ganz Deutschland, die aus der Luft im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde. Ich stelle mir das so vor, dann haben wir die Engländer angeflogen, dann haben wir die Uni geguckt und haben gesagt, oh, hier waren wir schon. Aber man hat es dann so gelassen. Wir haben unser Haus verkauft, das steht in Eckenheim. Wir bauen keinen eigenen Swimmingpool. Kein extra Lesezimmer mit sanftem Kerzenschimmer, mit Griechen an der Wand und großem Schaukelstuhl. Wir haben unser Haus verkauft, wir ziehen woanders hin. Wir lassen alle den Luxus gern zurück. Wir ziehen zu unserem Glück und auch zu unserem Motto. Und der Weg nach oben ist Brück. Denn wer Offenbach kennt, find's überall schön. Überall schön. Umziehen, ja, aber die Nachbarn haben mir gepasst. War so ein neuer Gegenüber, so ein Aufgesetzter, sagt er neulich zu mir, mein 16-jährige Tochter, der, wenn sie mit ihrem Freund in die Kiste steigt, das Licht anlassen, keine Verdunklung, man könnte direkt reingucken, finde ich ekelhaft, ich soll gefälligst für meine Tochter Jalousie kaufen. Ich glaube, für den Jalousie, so weit kommt's noch. Ich habe meine Tochter in die Garage runtergezogen. In dem Zimmer da oben wohnt jetzt mal 90-jährige Schwiegermutter, jetzt hat der eine Jalousie gekauft. Der Höhne sah im Geld an Häufen einen großen Reiz. Jetzt ist das ganze Schwarzgeld in der Schweiz. Nun hat er das Problem, dass es zu seinem